dir bei uns im Studio, Wolfgang Kubicki, stellvertretender FDP-Parteichef und Bundestagsvizepräsident. Wir begrüßen Sie, Herr Kubicki. Es ist natürlich Ihr Bundesland, Schleswig-Holstein, wo diese grauenhafte Bluttat gestern passiert ist. Was geht einem da so durch den Kopf, wenn man aus der Region ja praktisch kommt? Ja, zunächst ging mir durch den Kopf, dass die Regionalbahn auch von mir und meiner Frau häufig benutzt wird und es möglicherweise Zufall ist, dass wir nicht Betroffene gewesen sind, wie viele andere auch, sondern dass es komplett Unschuldige getroffen hat. Man ist auf sowas ja nie vorbereitet und es rückt einfach näher und die Betroffenheit, man fragt sich immer, warum ist das so, wie konnte das geschehen und hätte man das abwenden können, ja oder nein. Das ist wie gesagt keine Frage eines Täters, der aus Palästina kommt, sondern wir haben ja auch durchgeknallte Deutsche, die durch die Gegend laufen und schießen und mit Messern uns attackieren. Was kann getan werden in dieser Gesellschaft, damit solche Taten möglichst nicht mehr geschehen? Das ist die Frage. Das ist natürlich eine Frage, die sich jetzt viele stellen. Sie haben es schon erwähnt, der mutmaßliche Täter soll staatenlos sein, aus Palästina kommen. Jetzt muss man allerdings zu der persönlichen Geschichte dieses Mannes sagen, dass der erst vor einer Woche aus der Haft entlassen worden ist. Er war sehr lange in Untersuchungshaft, hatte ein Urteil gegen ihn nicht anerkannt. Das hat er angefochten und dann musste er dann aus der Untersuchungshaft wieder entlassen werden, bevor der Prozess nochmal neu aufgerollt wurde. Werden konnte. Und da ging es eben auch um einen Messerübergriff. Da soll er in einer Essensausgabe einen Obdachlosen angegriffen und verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft kam dann danach zu der Aussage, das ist kein Intensivtäter. Da fragt man sich als Normalbürger, was ist denn dann aber bitte schön ein Intensivtäter? Also das, was ich bisher weiß, ist seine Vita gekennzeichnet durch Einbrüche seit 2014, durch sexuelle Belästigungen, jedenfalls nicht durch Gewalttaten, bis auf die von Ihnen erwähnte. Und das Hamburger Landgericht hat ihn ja entlassen, weil er kurz vor der Vollendung seiner Strafhaft gewesen wäre. Also die U-Haft hätte die Strafhaft komplett aufgefressen, unabhängig von der Berufung. Was wir mittlerweile aber auch wissen, er ist nochmal auffällig geworden im Vollzug. Also am 2. September hat er einen Justizvollzugsdienst angegriffen und da wieder eine entsprechende Handlung begangen. Das muss uns zu der Frage führen, warum das nicht dazu geführt hat, ihn weiter in U-Haft zu lassen. Es gibt den Haftgrund der Wiederholungsgefahr, denn aus diesem Vorfall heraus gibt es ein neues Strafverfahren. Das ist müßig, weil im Nachhinein kann man sagen, man hätte das in der einen oder anderen Ecke verhindern können. Mir fällt nur auf und das fällt vielen Menschen auf, dass wir extrem viele Messerstraftaten haben in Deutschland. 20.000 Messerattacken allein im Jahr 2020, wobei 40% davon von Menschen eben vollzogen worden sind, die in den Jahren 2014 bis heute zu uns gekommen sind. Da läuft was falsch bei der Integrationsbemühung, da läuft auch was falsch bei der Aufnahmefähigkeit unseres Systems. Müssen wir da möglicherweise genauer hinschauen, wer ins Land kommt? Oder sind härtere Strafen das Maß aller Dinge? Oder möglicherweise müssen Messer auch anders noch mal als Waffen eingestuft werden? Ja, zunächst einmal ist es so, dass tatsächlich wir uns mit der Frage beschäftigen müssen, wieder, ob in diesen Fällen nicht die Strafüberlegung der Generalprävention eine große Wirkung hat. Dass man sagt, bei solchen Attacken gibt es keine Bewährungsstrafen oder sie müssen bis zum Ende vollzogen werden, damit eine bestimmte Abschreckungswirkung erzielt wird. Und wir können sicher sagen, dass wir bedauerlicherweise bei der großen Flüchtlingswelle 2015, 2016 Menschen in unser Land hineingelassen haben, wobei die Verfahren nicht, weil wir eben so einen großen Andrang hatten, nicht mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt worden sind. Und daraus haben wir jetzt die Konsequenzen. Es gibt ja auch eine Reihe von Kriegsflüchtlingen, die traumatisiert sind, posttraumatische Belastungsstörungen haben, aber hier nicht therapiert werden oder nicht therapiert werden können. Das sind wandelnde Zeitbomben. Und irgendwann passiert etwas. Wir müssen uns im Nachhinein noch mal intensiver jetzt um diese Menschengruppe kümmern. Denn wie gesagt, solche Taten werden wir nur verhindern, wenn wir jetzt uns fragen, was ist 2015, 2016 passiert? Welche Menschen kommen jetzt zu uns? Wie intensiv müssen wir darauf achten, was das für Persönlichkeiten sind? Ist es aber möglicherweise, das ist eines die Prävention, aber hat nicht die Justiz möglicherweise auch ein Problem? Denn Sie haben es ja gerade eben angedeutet. In diesem konkreten Fall hat es über ein Jahr gedauert, bis die Justiz überhaupt irgendwie noch mal dazu gekommen wäre, den Fall noch mal neu aufzurollen, nachdem der Verurteilte da eben einen Widerspruch eingelegt hatte. Diese Zeiträume sind einfach viel zu lang. Er ist nicht entlassen worden, weil er Berufung eingelegt hat, sondern er ist entlassen worden, weil die Strafe, die das Hamburger Amtsgericht ausgesprochen hat, fast vollständig verbüßt worden wäre. Das heißt, er wäre auch entlassen worden, wenn das Urteil rechtskräftig geworden wäre. Aber die spannende Frage, die wir jetzt stellen müssen, ist tatsächlich, ist der Vorfall aus der JVA, der wiederum einen Körperverletzungsdelikt darstellt, ist der konsequent verfolgt worden? Denn der hätte dazu führen können, jedenfalls, auch nach unserer Strafprozessordnung, eine weitere U-Haft anzuordnen wegen Wiederholungsgefahr.
Herr Kupicki, für den Augenblick erstmal vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Danke sehr.